Wölfe könnten schon bald stärker gejagt werden. Die Diskussion über den Umgang mit den Raubtieren wird in Österreich schon lange sehr emotional geführt. Immer wieder kommt es zu Vorfällen. Erst am Wochenende soll in Salzburg ein Wolf 6 Schafe gerissen haben. Jetzt steht der strenge Schutzstatus der Tiere im EU-Parlament zur Debatte. Sie hat der Wolf zum Fressen gern und das wird für Österreichs Almwirtschaft zum Problem. Der vermeintlich böse Wolf beschäftigt nun auch das EU-Parlament. Wenn man weiß, dass allein in Österreich dieses Jahr rund 1200 Nutztiere vom Wolf getötet, verletzt oder als vermisst gemeldet wurden, dann ist das eine Tatsache, Zahlen, Daten, Fakten, mit denen wir uns auseinandersetzen wollen. ÖVP und FPÖ-Abgeordnete wollen dem Wolf auf den Pelz rücken und den Schutzstatus der Beutetiere lockern, um den Abschuss zu erleichtern. Doch das sei gar nicht notwendig, kontert der Grüne Thomas Weitz. Wenn Wölfe die Scheu vor den Menschen verlieren oder beginnen, sich von unseren Nutztieren und landwirtschaftlichen Tieren zu ernähren, dann haben wir ein Problem. Und diese Wölfe, die dürfen ja auch nach dem derzeitigen Schutzstatus dann entnommen werden. Dazu braucht man den Schutzstatus nicht reduzieren. Das dauert viel zu lange. Hier kann, und da ist ein Wolf möglicherweise, nachdem er alle Herden und alle Weiden in einem Gebiet quasi abgegrast hat, ist ein Wolf schon wieder weg. Zur Abstimmung steht eine Resolution mit der Aufforderung an die EU-Kommission, sich der Wolfsthematik anzunehmen. Der Antrag des EU-Parlaments ist rechtlich nicht bindend, zeigt aber, dass die Diskussion um den Wolf auf EU-Ebene Fahrt aufnimmt.